Yo, servus Leute, willkommen zu diesem Vlog und dieses Mal geht es nur um Nürnberg. Wie ihr wisst, bin ich ja im März hierher gezogen und ich muss sagen, als ich in Erlangen gewohnt habe, habe ich kaum etwas über Nürnberg erfahren. Eigentlich denkt man ja, dass es nur 30 Minuten mit der Bahn sind, beziehungsweise sogar mit dem Fahrrad kann man hierher radeln, aber ich muss sagen, ich habe es fast nie getan und ich habe auch wirklich wenig über Nürnberg gesehen. Doch dieses Semester ist alles ein bisschen anders, denn man hat weniger Vorlesungen, man muss weniger in der Uni selber sein und die ganzen Urlaube sind natürlich auch irgendwie auf lokale beziehungsweise zumindest nationale Ziele begrenzt. Deshalb denke ich, dass dieses Semester auf jeden Fall mehr Studenten das Semesterticket benutzen werden und damit eben am Wochenende auch mal nach Nürnberg fahren. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn. Um sich in dieser Stadt zurechtzufinden, muss man natürlich wissen, was man anschaut. Denn mein erster Besuch in Nürnberg war so, dass ich am Hauptbahnhof ausgestiegen bin. Ich bin einfach in die Fußgängerzone gelaufen und das war es eigentlich schon. Am Ende vom Tag habe ich noch herausgefunden, dass ganz oben Tatsache noch eine Burg ist, bei der ich gerade stehe. Und ja, ansonsten habe ich nicht wirklich viel davon gesehen. Eines Tages kamen meine Großeltern mich in Erlangen besuchen und dann meinten sie, hey komm, lass doch nach Nürnberg fahren, eine Stadttour machen und ein bisschen was über die Stadt erfahren. Am Anfang fand ich es ein bisschen komisch, aber gut, ich habe gesagt, ja, wir machen eine Stadtführung und es hat sich mega gelohnt. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Aber falls ihr sagt, Stadtführungen sind nichts für euch, dann solltet ihr auf jeden Fall einige Spots trotzdem abchecken. Ich werde euch zeigen, welche das sind. Es gibt natürlich noch viel, viel coolere und das ist immer eine subjektive Entscheidung, was eigentlich schön aussieht und was nicht. Deshalb am besten werdet ihr es einfach selber beurteilen können. Aber meiner Meinung nach gibt es auf jeden Fall ein paar coole Spots und dadurch, dass wir jetzt erstmal bei der Burg sind, zeige ich euch den Ausblick und erstmal die Burg selber. Boah, ist das schön. Aber gut, die Burg werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Die noch eine coole Sache ist tatsächlich der Hauptmarkt. Also jetzt nicht der Markt selber, sondern eher das, was verkauft wird. Denn als Fun Fact, Nürnberg ist tatsächlich eine Biometropole. Denn es gibt echt unglaublich viele Bioprodukte in der Region. Und auch eine andere coole Sache ist Solawi. Solawi bedeutet Solidaritätslandwirtschaft. Das bedeutet mehr oder weniger, dass eigentlich die Ackerflächen für bestimmte Haushalte ihre Produkte anbieten und dementsprechend kauft man sehr viel regional und ich finde es einfach mega cool, dass das Nürnberg anbietet und auf dem Hauptmarkt findet man halt einigen von diesen Ständen. Dementsprechend finde ich das echt eine coole Sache und falls ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Ich muss ehrlich gestehen, abgesehen von Obst und Gemüse finde ich auf der Hauptstraße nicht viel. Ja, viele Leute gerade am Wochenende, kann schon ein bisschen stressig werden. Vielleicht findet ihr euch für den einen oder anderen was. Aber das, was in Nürnberg richtig cool ist, ist eigentlich, dass man von der Mitte entweder in Richtung Osten oder in Richtung Westen laufen kann und dann kommt man immer zu coolen Grünflächen. Also sprich, es läuft ja die Pegnitz durch und wenn man Richtung Westen läuft, kommt man zum Beispiel zum Pegnitztal oder Grund und da kann man echt super schön Rad fahren. Von da kann man zum Beispiel auch aus Erlangen kommen und also ich muss echt sagen, das ist einfach wirklich, wirklich schön dort. Und auf der anderen Seite läuft man einfach zur Wörder Wiese. Da kann man chillen, da kann man Frisbee spielen, Volleyball spielen mit Kumpels. Also da gibt es auch so viel zu tun. Und es ist echt cool, dass es wirklich zentral ist. Und wenn man auch da weiterläuft, dann kommt man sogar noch zu mehr Grünflächen. Ansonsten kann ich euch echt nur empfehlen, Richtung Westen zu laufen. Hier läuft man einmal an der Maxbrücke bzw. auch am Trödelmarkt vorbei. Da hat man auch den Henkerturm, wo früher die Leute gehängt wurden. Das sind einfach so Bauten. Das ist einfach mega cool, wenn man das Historische und irgendwie das Schöne kombiniert. Und ich finde es auch super schön, dass die ganzen Sachen immer noch erhalten sind. Gerade in der Gegend gibt es auch richtig viele Fachwerkhäuser. Also sprich, wenn man hier sogar einmal um die Ecke läuft, dann kommt man zu einer richtig schönen Stelle. Das ist auch da, kann ich echt nur jedem empfehlen, gerade zu der Abendszeit. Aber das Coole an der Großstadt ist, dass für jeden etwas dabei ist. Dementsprechend müsst ihr so ein bisschen selber entscheiden, ob ihr jetzt eher shoppen gehen wollt, ob ihr jetzt irgendwelche coolen Attraktionen, wie zum Beispiel auch ein Escape Room oder sowas, hier machen wollt oder ob ihr eher so Richtung ins Grüne geht, in Richtung Sightseeing und ja, vielleicht einfach in einer richtig coolen Ecke ein Bier mit ein paar Kumpels genießen. Ich bin eher so ein Typ fürs Letzte,
Aber hier kommen noch mal 5 Fakten über Nürnberg. Der erste Fakt ist, dass Nürnberg 1050 nach Christi das erste Mal erwähnt wurde. Selber der Name Nürnberg kommt eigentlich von nur ein Berg. Und das ist, weil eben der Berg, wo die Burg gerade draufsteht, den Namen geprägt hat. In Nürnberg gibt es echt viel Tourismus und zum Beispiel schon ganz allein der Christkindlesmarkt, welcher einer der größten Weihnachtsmärkte Deutschlands und der Welt ist, hat mehr als 2 Millionen Besucher jedes Jahr. Nürnberg spielte eine große Rolle damals zur NS-Zeit. So ist zum Beispiel auch der Zeppelinplatz bzw. Zeppelinfeld entstanden, welches 12 Fußballfelder groß ist und dort haben Tatsache 320.000 Leute Platz gefunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Nürnberg fast komplett zerstört und gerade die Innenstadt war sehr betroffen. Und damals haben sie wirklich jedes Fachwerkhaus wieder aufgebaut, was mehr als 10% intakt war. Aber ihr merkt schon, die Stadt ist wirklich vielseitig und hat wirklich viel zu erzählen. Denn man kann sicherlich nicht nur die Innenstadt anschauen, sondern wirklich auch das Reichsparteitagsgelände, beziehungsweise auch da das Nationalgermanische Museum oder eben Sachen wie zum Beispiel das Opernhaus, beziehungsweise auch hin und wieder ein Theater besuchen. Da gibt es übrigens richtig coole Studentenrabatte. Oh, und natürlich ist auch hier die erste Bahn gefahren, dementsprechend gibt es auch das Bahnmuseum. Und es gibt auch das neue Museum, was ich auch nur empfehlen kann. Also ihr merkt schon, es gibt wirklich unglaublich viel zu tun. Jeder zahlt von uns das Semesterticket. Ihr habt die Möglichkeit, hier kostenlos herzukommen. Falls ihr jetzt sagt, hey, ein paar Sachen wurden gar nicht erwähnt, die ich mega wichtig finde, dann schreibt es auf jeden Fall runter in die Kommentare. Ich bin schon gespannt, was ihr alles für Tipps habt. Auf Bars, Cafés oder Restaurants bin ich jetzt gar nicht so eingegangen, weil ich glaube, da wird Laura noch eine Episode drüber drehen. Und noch eine andere Sache, die ich zu erzählen habe, ist, dass bald Hochschulwahlen sind. Und zwar bis zum... Ihr könnt bald mit Brief bis zum 14.07. abstimmen. Und ja, das sollte auf jeden Fall jeder von euch tun, beziehungsweise werde auch ich. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen, beziehungsweise auch gerne konstruktive Kritik oder andere Sachen. Und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Peace, Leute!